Heute habe ich 5 Maxi-Kinderüberraschungseier. Und zwar ist das die neue Serie zu Ostern 2015. Haben jetzt 2,80 € gekostet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Schokolade bei den Kleinen ist. Müsste ich dann noch mal gucken. Aber naja, ein bisschen ärgerlich würde ich es schon nennen. Da gab es jetzt mindestens 4, vielleicht sogar 5 normale Motive für Jungs wahrscheinlich oder halt. Und dann noch mal 4 oder 5 von den rosanen Mädcheneiern. Und das Ärgerliche ist halt, dass meistens, jedenfalls war es so in den letzten Jahren, dass bei jedem Motiv eine andere Figur drin war. Und man hatte halt dieses Figurenset bestehend aus 4, manchmal 6 Figuren. Also musste man natürlich auch jedes einzelne Motiv kaufen. Und also jetzt bei den 5 Eiern, je 2,80 € habe ich natürlich dann schon 15 € ausgegeben. Ist halt, naja. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur 4 Eier insgesamt mit den Disney Fairies Figuren. Das ist ja geil. Verstehe ich jetzt nicht. Steht er drauf oder ist es einfach nur zum Angucken?
Sieh in meine Augen, sieh in meine Augen. Nee, so geht das, glaube ich, nicht. Hello Kitty. Aber wieso, kommt jetzt ein neuer Kinofilm raus, oder? Verstehe ich nicht. Bottom.
Okay. Ist eine Wasserpistole. Ich glaube, ich verzichte mal, das mit Wasser auszuprobieren. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht bei diesen Dingern hier und dann gibt es immer Riesenschweinerei. Die Figuren finde ich gut. Dann noch ein Mädchenei. Aber da stand jetzt auch nicht, wie viele es von den Figuren gibt. Also so ein bisschen verwirrend. Weil gäbe es, sagen wir mal, fünf verschiedene Motive, dann hätte man ja auf dem Beipackzettel irgendwie fünf Figuren abbilden können. Aber falls jemand von euch die gekauft hat oder halt auch die anderen Motive, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, ob das auch immer dieselben Figuren waren, wie ich sie jetzt ausgepackt habe, bei denselben Motiven. Oder ob es... Ach. Ja, das passiert, wenn ich mich nicht konzentriere. Faden verloren. Aber trotz des hohen Preises muss man es denen lassen, dass bei den Maxi-Einen geben sie sich wirklich mehr Mühe. Das ist so schade, dass bei den normalen Überraschungseiern die Qualität so extrem runtergegangen ist. Ich glaube schon, ich glaube irgendwas mit, irgendwer hat mal was gesagt von 2004 oder so, haben sie aufgehört, diese ganz alten Hartplastikfiguren herzustellen, die noch handbemalt waren. Und heute ist das nur noch so ein ganz, ganz billiges Plastik. Halt wirklich ohne Liebe hergestellt. Das wäre schön, wenn man sehen könnte, wie viel es aus der Serie gibt.
schade. Minion Maid. Oder war das jetzt dieser Kinofilm? Jetzt vor ein paar Monaten schon. Die sind hier doppelt dann immer. Der muss sein. Hochheben. Ja, okay, das war nicht schlecht. Bisschen knifflig. Was gibt's noch? Okay, es geht. So schlecht ist es nicht. Es ist dann halt für zwei Spieler. Gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Wenn ja, lasst einen Daumen da oder schreibt mir einen Kommentar, da freue ich mich immer drüber. Und dann bis zum nächsten Mal.